So, und womit machen wir denn jetzt weiter? Oakmont Valley oder hier Buddha Desert, aber ich würde mal Oakmont Valley vorziehen. Tough Talk You, Hetzjagd. Wie stoppt man einen Bentley mit 2240 Kilogramm Gewicht, der von einem W12 mit 621 PS angetrieben wird? Das würde ich gerne weiterlesen. Es wird nicht einfach, aber das heißt nicht, dass sie einfach aufgeben werden. Ja. Eine Hetzjagd, das heißt, wir fahren auf Zeit gegen die Cops mit einem Bentley anscheinend. Und die anderen sind alle nicht verfügbar und wir können entweder den Supersport Coupé oder den Convertible nehmen. Und ich würde mal sagen, wir nehmen entschlossen und potent eine Fusion der Extreme, den Convertible, über den wir uns auch nochmal die Daten anhören können, in denen sind wir bis jetzt noch gar nicht gefahren. Der neue Bentley Continental Supersports Convertible vereint aufregende Performance und ein dramatisches Styling mit Luxus und praktischem Nutzen in der Tradition der offenen Bentleys. Aufgrund seines überlegenen Potenzials ist der Continental Supersports ein aggressives, auf den Fahrer konzentriertes Auto. Die atemberaubenden Beschleunigungsdaten und Höchstgeschwindigkeiten jenseits der 320 Stundenkilometer werden nicht nur durch den Motor mit beeindruckenden 630 PS erreicht. Nicht Zusätzlich wurde das schlecht. Gewicht optimiert, das Fahrwerk tiefer gelegt und ein fortschrittliches Allradsystem entwickelt, das die Antriebskraft im Verhältnis von 40 zu 60 zugunsten der Hinterachse verteilt und für deutlich bessere Fahrstabilität sorgt. Sogar die Räder wurden neu gestaltet. Das auffallende 10-Speichen-Design begünstigt die Belüftung der größten Carbon-Keramikbremsen, die je in einem Serienfahrzeug angeboten Boah, nicht wurden. schlecht. Die in schwarzem Strukturlack gehaltene Motorabdeckung und das einzigartige Supersports-Motoremblem sind mehr als nur ein kleiner Hinweis auf das aggressive Styling und die phänomenale Power. Das will ich aber auch mal meinen. Und ich glaube, mit so einem wirklich heftigen Ding können uns die Cops wenig. 6-mal Nagelband, 2-mal Turbo, 4,55 für 12.500 Kopfgeld. Tough Talk You, die Hetzjagd bei den Exoten werden wir jetzt hier durchführen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so geben wird. Es ist bewölkt, es ist nicht schön, aber es ist auch nicht gut. Und wir fahren endlich mal am Tag und nicht bei Regen. 16 Uhr und 4,55, so lange sollten wir brauchen, bis wir im Ziel sind und uns natürlich nicht durch die Cops ausschalten lassen. 19,6 Kilometer. Nun gut, lasst das Spiel beginnen. Und Opposite of Adults läuft. Das ist doch gleich mal ein super Ohm. Aber leider wird das immer unterbrochen durch die Cop-Musik, wenn die kommen. Aber solange es noch da ist, können wir es nochmal voll genießen. Jo. So, schön mit dem Bentley hier über den Asphalt brettern. Gleich mal ein bisschen Nitro geben, 200 Kilometer auf Abkürzung. Nice, und da ist da auch schon der erste Cop, der SLR McLaren 722 Edition. Aber durch den lassen wir uns unserem schnittigen Bentley, Coupé, Cabriolet gar nicht aufhalten. Also möglichst nicht in der Theorie. Aber es kommt natürlich immer anders und da liegen wir das erste Mal schon auf dem Dach. Aber wenigstens war es nicht der Cop. So. Hier. Ich will keine EMP-Zielerfassung. Shit. Hab's aber voll aus Mäulchen bekommen. Ja, das Nagelband war schon mal nicht so gut. Hätte ich ihn vielleicht noch ein bisschen näher rankommen lassen müssen. Mist. Das war nicht gut. Jetzt haben wir schon ein bisschen was von unserer Lebensanzeige verloren, leider. Und das Rennen wird ja noch ein bisschen andauern. Naja. Bin ich ja mal sehr gespannt, wie wir uns hier weiter schlagen werden. So, das Nagelband, da ist er so schnell rangefahren. Ja, ich weiß, ich weiß. Mann, Mann, Mann. Unsere Nagelbänder verfehlen aber auch immer ihr Ziel, habe ich das Gefühl. So, ist das hier. Geht das hier gerade? Dann würde ich das erste Mal schon das Turbosystem aktivieren. Alter Schabutzki, da war der zweite Cop. Was soll uns gar nicht stören mit unserem Turbosystem. Ja, aber jetzt nicht so optimal eingesetzt, aber schon nicht schlecht. Alter, wie viele sind das? Drei, vier Cops? Alter. Ist ja richtig witzig. Boah, zwei mit dem Nagelband getroffen. 100 Unfälle. Fahrmeilenstein. Die sammeln wir im Moment fleißig. Aber jetzt müssen wir aufpassen, bei so vielen Cops und einer nicht mehr ganz so gesunden Lebensanzeige. Ich hau hier gleich einfach nochmal ein Nagelband hin, wenn die mir zu nahe kommen. Genau so. Kopf zerstört sogar. Nice. Boah, die schicken ja echt viele hinter einem Raser her. Alter.
Ja, tut ihr euch doch schon, Mann. Boah, das EMP zieht richtig viel. 9,7 Kilometer. Mit der Lebensanzeige. Das Nagelband war jetzt einfach mal obligatorisch. Alter, unser eigenes Nagelband oder was? Das ist ja unfassbar. Jo, das werden wir nicht schaffen. Das kann ich schon mal so prophezeien. Wir werden es natürlich trotzdem versuchen. Aber so oft, wie die mir hier EMP ranklatschen, wird das wohl kaum machbar sein. Lass mich doch in Ruhe, ihr Penner. Kopf zerstört. Na bitte. Und der zweite liegt auch auf dem Dach. Eieieiei. 7,6 Kilometer mit einem kritischen Schaden, der wirklich kritisch ist, wenn ihr mal da unten auf die Anzeige guckt. So, ich muss jetzt einfach hoffen, dass es hier gerade ausgeht. Nein, geht's nicht. Na geil. Ja, da gibt er mir den Rest. Da kennt er nix, der Junge. Hui. Jui. Das müssen wir leider nochmal probieren. Verdammt. Wir wurden festgenommen. Boah, die Events werden echt schwer. Und jetzt fehle ich hier auch schon ein, zwei Mal. Sorry dafür. Ich glaube, es könnte auch ein bisschen spannender werden, wenn ich das öfter mal nicht packe. Tough Talk You. Na gut. Probieren wir gleich nochmal. Das regt mich ja schon ein bisschen auf hier. Aber gut, genug Zeit ist noch, um das noch einmal durchzuführen hier. Im letzten Part haben wir drei Events geschafft, jetzt schaffen wir hier wahrscheinlich nur eins. Aber, ja, man kann halt nicht immer alles haben, ne? Ärgerlich. So, dann mal los, Tough Talk You, 19,6 Kilometer. Davon haben wir eben nur 12 absolviert, weil wir uns aber auch dumm angestellt haben. Irgendwie müssen wir diesem EMP ausweichen. Das macht uns echt extrem viel Schaden. Und die Nagelbänder vielleicht etwas besser aussparen für dafür, wenn so 6 Cops sind. Am Anfang ist ja nur einer, der rumnervt. Aber gut. Jetzt beim zweiten Mal ist man immer schlauer. Jetzt habe ich die Taktik etwas überdacht. Und jetzt sollte es auch ein bisschen besser funktionieren. So, da ist auch gleich schon der erste Cop, der uns belästigt. Die schöne Musik verstummt gleich. Und an ihrer Stelle tritt die böse Verfolgermusik auf. Oder Verfolgungsmusik, oder wie man es auch immer nennen will. So, diesmal sind wir besser durchgekommen ohne Crash. So, gut, dass da noch die Abkürzung kam. Das war wichtig. Das ist schon mal deutlich besser gelaufen als am Anfang. Noch keine Schäden in unserem Wagen. Und der Kopf ist deutlich zurückgefallen. Das lobe ich mir. Und jetzt sieht es doch schon deutlich besser aus, für uns ins Ziel zu kommen. Und zwar noch in einer richtig guten Zeit, ne? Das ist ja auch noch wichtig. So. Sind das jetzt schon mehrere? Ich glaube nämlich, das sind jetzt schon mehrere. So. Gleich mal ein Nagelband rausgeschissen. Turbo hätte man jetzt auch aktivieren können. Lasse ich aber lieber nochmal. Die Nagelbänder sind auch schön wieder schnell da. Und da sind zwei weitere. Das heißt, jetzt wird es erst richtig lustig. Also die Nagelbänder sollten wir uns lieber für so eine EMP-Aktion sparen. Aber wenn eine Abkürzung kommt, ist das natürlich noch besser. Weil da fahren die selten rein, die Cops. Und das kommt uns dann zugute. So, 11,4 Kilometer noch. Bis jetzt schlagen wir uns deutlich besser als eben. So. Verdammt, ich komme nicht weit genug vor die. Ich würde gern ein Nagelband abwerfen. Leute, wir können noch über alles reden. Mann. Das wird mir hier zu viel. 4 Cops sind das hinter uns. Heidewitzka. Witzig ist das nicht. So. EMP-Zielerfassung aktiv. Boah, da wollte ich eigentlich nur einlenken in die Abkürzung. Nehmen wir mal den Kopf gleich mit. Die EMP-Zielerfassung ist wieder da, weil der eine abgestoppt hat. Und da konnte ich wenig gegen machen. Jo, mach doch. So, ich beende das erstmal mit dir, Kollege. Und jetzt sollte ich vielleicht mal etwas mehr Turbo einsetzen. Zack, Kopf zerstört. Boah, da haben wir richtig viele auf einmal ausgeschaltet. Haben jetzt sogar keinen mehr am Arsch.
Jo, holt euch mal eure Rettungskräfte. Abschleppwagen momentan nicht verfügbar, das ist ja auch interessant. So, und jetzt kann ich gleich mal mein Turbosystem einsetzen, weil ohne Cops kann ich das natürlich noch effizienter nutzen. Ruhe, ihr seht mich gar nicht mehr. Verdammt, das war nicht so gut. Aber dafür hier perfekt genutzt. Nochmal in die Höchstgeschwindigkeit gegangen. Und das Turbosystem ist offline. Aber die Cops sind anscheinend weg von uns. Und solange sie das sind, können wir richtig schön Zeit rausholen. Von der Zeit her haben wir auch noch richtig Fett davon übrig. Und ja, vielleicht können wir das Turbosystem ja nochmal einsetzen. Die Cops scheinen aufgegeben zu haben. Und unser Auto sieht sogar auf der einen Seite ganz konform aus. Ja, vorne auch noch ganz gut. Also, bis auf den einen EMP-Treffer konnten die nicht viel machen, die Cops. Und haben jetzt wohl aufgegeben. Ah, ist das herrlich. Cops, die nicht rumnerven, sind was Schönes. Was ganz, ganz was Feines. So, ein fast fertiges und wieder einsatzbereites Turbosystem ist fast genauso fein. So, macht zu. Ja, da können wir es einsetzen, da hinten. Turbo Boost verfügbar. Nice. So. Von der Zeit her sollte das fit gehen. Wenn ich mir das jetzt so angucke. So, hier rum. Und Turbosystem aktivieren. New. New. So, hier ein bisschen um die Kurve. Ja, das geht nicht ganz so gut. Aber hier in Richtung Ziel boosten. Und nochmal Nitro geben. Boah, da kommt eine Fabelzeit raus. Freue ich mich ja. Boah, den hat das Auto nochmal richtig fett weggehauen. 4:42.61, 13 Sekunden unter der geforderten Zeit. Da kommt doch Freude auf. So. 4:42.61, Platz 1 auf der Speedy Wall. Boah, das war ein hartes Event, aber im zweiten Anlauf haben wir es dann gepackt. Ich freue mich und ja, gucken wir doch mal, was jetzt für Belohnungen auf uns zukommen. Erstmal natürlich eine neue Belohnung, aber dann auch nochmal 12.500 für Gold. Falcon gibt auch ein bisschen. Wir haben tatsächlich die Cops fertig gemacht. Hätte ich ja nicht gedacht. Eine neue Belohnung und bald sind wir auch schon gesetzloser 2. Wunderschön. Neun Wagen erhalten. Porsche 918 Spider Concept Study. Den haben wir schon oft als Gegner gehabt, aber den hatten wir noch nie selbst. Durften wir noch nie selbst fahren. Nicht mit einer Probe. Porsche intelligent Performance, elektrisierend. Alles ist geheim über dieses Ding. Sieht aber auch extrem prototypisch aus, wie so ein geheimer Super Special Type. Und ja, ich würde sagen, dann schließen wir auch diese Aufnahme ab. Hat richtig gut was geklappt, richtig fett aufgenommen und wir sind richtig gut am Start gewesen. So, der müsste doch bei den Exoten eigentlich sein, oder? Der 918 Spiner. Den will ich jetzt nochmal kurz ausprobieren. Gehen wir mal kurz durch. 177, Super Veloce. Ne, hier ist er nicht. Wo ist er denn? Dem würde ich jetzt gerne das abschließen. Super Sportwagen vielleicht. Boah, haben wir hier viele. Da müssen wir noch einige fahren. Genau, hier ist er ja. Nice. Der 918 Spider Concept Study. Und ja, die Daten hören wir uns gar nicht lang an. Wir probieren ihn nur ganz kurz auf in GT Silver Metallic. Und ich verabschiede mich von euch. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht mit dem Online-Spielen und auf Stufe 20 leveln. Das hatte ich ja in der allerersten Folge dieser Aufnahme gefragt. Weil, wenn man alle Events offscreen macht, ist man noch nicht Level 20 und dann werde ich vielleicht online noch ein bisschen weiter LP'en. Wie ihr das seht, ob ich da alles zeigen soll oder nur die Level-Ups oder so. Kann ich ja mal gucken. So, das ist auf jeden Fall der 918 Spider. Wir hauen hier nochmal ganz kurz Opposite of Adult sein. Boah, der ist nice, der Porsche. Ich kreise hier gerade noch mal ein bisschen. Der ist richtig nice. Boah, gefällt mir gut. Ja, wir kreisen jetzt noch ein bisschen. So sieht er von hinten aus. Kann ich noch mal ganz kurz zeigen. So von der anderen Seite. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen so zu fahren. Yeah, das sieht doch ganz gut aus. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Dabeisein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.